Ich habe Ihnen auch zwei Grenzgänger mitgebracht, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Das eine, ich sage noch ein junger Mann, weil er ein bisschen jünger ist als ich, mit einer Myopie auf beiden Augen und ein klein bisschen Zylinder. Patient ist selber Kollege, hat seit Jahren eine stabile Refraktion, hat auch eine alte Topografie von vor 10 Jahren. Und wenn wir uns die Hornhautvorderfläche anschauen und generell mal die ganzen Daten von der Hornhaut, fällt irgendjemandem was auf? Oder wie würden Sie die Hornhaut beurteilen? Die Hornhautvorderfläche, die sagittale Krümmung, Herr Kiralli, nehmen Sie oder nehmen Sie nicht? Die vordere Krümmung von der Hornhaut, die sagittale Krümmung, ist in Ordnung, würde ich sagen. Genau. Was sehen wir noch? Wir sehen bei der Hornhautdicke, dass die Hornhaut eher ein bisschen auf der dünneren Seite ist. Je nach Messung mal knapp über 500, mal knapp unter 500. Wir haben unser Belin-Ambrosio-Screening und wir sehen, dass alles letztlich im Moment im grünen Bereich ist. Gehen wir mal eins zurück. Machen wir noch die nächste Untersuchung. Wir machen die Korbis-Messung. Und wir sehen, der CBI bei ihm ist bei 0,0. Der ist völlig in Ordnung. Wenn wir genauer hinschauen, dann fällt uns auf, dass so ein paar Werte schon ein bisschen im oberen Bereich sind. Was ein relativ starker Indikator ist, ist praktisch die Dickenzunahmung der Hornhaut von der dünnsten Stelle zur Peripherie. Das ist wunderbar in Ordnung. Wenn wir den TBI uns ausrechnen lassen, da kommen wir genau an den Punkt, es gibt letztlich kein Schwarz und kein Weiß. Also man sagt, bis 0,37 ist es in Ordnung, ist man auf der sicheren Seite, über 0,37 ist es pathologisch. Es ist allerdings so, dass es nicht linear ist, sondern diese Kurve sigmoidal nach oben geht. Und deswegen ist es letztlich dann auch wieder letztlich eine Entscheidung vom Chirurgen und vom Patienten, was man macht. Auf der anderen Seite genau die gleiche Situation. Wir haben auch einen ganz normalen CBI. Wir haben ein unauffälliges Belin-Ambrosio-Screening, aber der TBI ist sicher ein ganzes Stückchen höher als bei den meisten Patienten. Letztlich haben wir mit dem Patienten uns lange unterhalten. Es war selber ein Kollege, der in der Thematik ganz gut drinsteht und er hat sich dann für eine Oberflächenbehandlung entschieden. Wir haben das gemacht, weil er eben für die refraktive Chirurgie nicht mehr auf der ganz jungen Seite war, mit 38 Jahren. Und in 5 Jahren kann ich Ihnen sagen, ob es eine gute Idee war oder nicht. Zu unserem zweiten Fall, das war eine Krankenschwester aus unserem Krankenhaus, die sich lasern lassen wollte. Auch für junges Alter eigentlich eine relativ stabile Refraktion. Brillenpässe haben gezeigt, seit Jahren alles stabil, alles in Ordnung. Ich habe mir die Hornhauttopographie angeschaut und auch hier, wenn jemand mir widersprechen möchte, herzlich gerne. Aber wir sehen, die Hornhautvorderfläche würde ich als unauffällig beurteilen. Bei der Hornhautdicke sind wir auch letztlich da, wo genügend noch da ist, auch bei 4 Dioptrien, um eine Korrektur mit dem Excimer oder mit dem Fermento vornehmen zu können. Und auch die Hornhautvorderfläche und auch die Hornhautrückfläche waren relativ unauffällig. Belin am Großhübschen-Screening, alles hat letztlich gepasst bei der Patientin, bis auf diesen D-Wert hier unten in der Ecke. Und das war der Moment, wo wir eben gerade angefangen haben, mit dem Korbis zu messen. Und es war eine der ersten Patientinnen, die wir dann vor das Korbis geschleift haben. Und haben die dann erstmal mit Luft beschossen und konnten uns gar nicht glauben, dass irgendwie die Topografie auf der einen Seite zwar so ein bisschen an der Grenze war, aber dieser CBI-Wert hochpathologisch war. Wir haben dann die Untersuchung 3-4 Mal wiederholt, weil es eben eine der ersten Patientinnen war. Aber letztlich, es hat sich bestätigt, der CBI war bei jeder Messung so hoch. Und wenn Sie sich hier die einzelnen Parameter mal anschauen, dann sehen wir, dass wir nicht nur eine Standardabweichung, sondern mehrere Standardabweichungen vom Normalwert entfernt sind. Und der TBI in diesem Fall war über 0,52. Und auf der anderen Seite war er auch eben ein Stückchen auffällig. Und darum haben wir die Dame dann letztlich am OP-Tag nach Hause geschickt und haben uns erstmal entschieden, nichts zu machen und die erstmal weiter zu kontrollieren. Aber das sind jetzt keine häufigen Fälle. In den meisten Fällen stimmt es ganz gut überein. Aber es gibt doch mal den einen oder anderen Kandidaten, wo man von der Topografie und von der Tomografie sagt, das ist wunderbar eine sichere Sache, den Patienten können wir lasern, aber eben die Biomechanik einen dann nochmal in seine Entscheidung ein bisschen nachdenklich macht. Gut, vielen Dank.